Oh, du hast kein Fieber. Du musst es reiben. Ich verstehe immer noch nicht, warum du krank sein musst. Ich, Shando, bekomme Besuch von meinem Vater. Ja, aber ich, Shando, brauche eine Entschuldigung für die Schule. Psst. Sei mal still. Das ist eure Erzieherin und dein Mann ist auch bei ihr. Bestimmt mein Vater. Von wegen, das ist Alexander. Scheiße, raus! Grad? Bist du verrückt? Ich bin tot. Shando, keine Schule? Mir geht's total schlecht. Ich habe echt total Fieber. Gib mal her. Gar nicht so einfach, die richtige Temperatur zu erwischen, wenn man es an der Decke reibt, oder? Lass mich raten. Schwere Mathearbeit, Hausaufgaben nicht gemacht. Als absolute Ausnahme. Ich wiederhole, Ausnahme geht sowas bei mir durch. Aber, psst. Alles klar. Schwer in Ordnung, der Typ. Psst, da kommt schon wieder jemand. Bestimmt mein Vater. Die Bräuning! Die Bräuning! Na, du Ärzte? Brauchst du noch irgendwas? Ist schon okay, ich schaff das schon. Ich muss leider mit Herrn Fischer zum Einkaufen, aber danach kümmern wir uns um dich, okay? Was hätten wir eigentlich gemacht, wenn jetzt die Bräuning und mein Vater reingekommen wären? Uns beide hingelegt? Pöckels! Danke, Papa! Warte mal, damit du nicht kleckerst. Wo hast du denn die Zeitung her? Von Herrn Berger. Wieso? Hat ich sie denn schon gelesen? Willst du ein bisschen mit deinem Vater angeben, was? Ich fürchte, da muss ich dich enttäuschen. Was denn? Kein Appetit mehr? Sei mir bitte nicht böse, aber ich glaube, ich bekomme keinen Bissen mehr runter. Also das hast du wirklich nicht verdient. Herr Berger hat vorhin in den höchsten Tönen von dir geschwärmt. Ach ja? Tu mal nicht so bescheiden. Das war genau die richtige Entscheidung, dich aufs Einstein zu schicken. Ja, finde ich auch. Ich konnte es kaum glauben, als mir Berger von deiner Begabung für Primzahlen erzählt hat. Von meiner... Die ersten kriege ich auch zusammen. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49. 49 ist keine Primzahl. Natürlich nicht. 49 ist eine Quadratprimzahl. Eine Quadratprimzahl? Genau. 7 ist eine Primzahl und 7 zum Quadrat ist 49. Davon habe ich noch nie was gehört. Pass auf dich auf und werd bald wieder gesund. Arigato, Papa. Ich glaube, das heißt auf Japanisch auf Wiedersehen. Mach so weiter, mein Junge. Ich bin stolz auf dich. Ach, unter dem Pöckel ist noch was für dich. Als kleine Anerkennung. Boah, ich wäre da unten fast gestorben. Geil, Mann. Wer hat schon mal sowas Bescheuertes gehört? Quadratprimzahlen! Hammergeil! 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 Was geht denn hier ab? Kaum ist dein Vater weg, gibt's eine Wunderheilung oder was?